Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Keine Angst, ich werde keine 5 Minuten brauchen. Ich werde einfach die Dinge wiederholen, die Argumente, die ich auch beim ersten, zweiten, dritten Durchgang durch diese Thematik wiederholt habe. Erstens, Straßenkünstler, Straßenkünstlerinnen, wenn sie kein Geld verdienen, wenn sie scheiße sind, dann werden sie auch aufhören, das zu tun. Die Tatsache, dass irgendjemand denen Geld gibt, die Tatsache, dass es denen, und dass die, die halt besser sind, dass die mehr kriegen, zeugt davon, dass wir hier sozusagen den kapitalistischen Gedanken auch auf die Straßenkunst ausdehnen können. Wir können auch noch einen Schritt weitergehen. Wir haben letztes Jahr in Corona-Zeiten, ich glaube, 800.000 Euro für so Kulturinseln in der Stadt ausgegeben. Wenn wir uns vorstellen würden, wie viel wir ausgeben müssten, um die ganzen StraßenkünstlerInnen zu bezahlen, ja, dann könnten wir das überhaupt gar nicht leisten, ja, weil es gar nicht ginge. Wir sollten also froh sein, dass es Straßenkunst gibt. Drittens, wir sind eine Touristenstadt. Ähnlich wie gestern mit der Augustusbrücke, wir sind eine Touristenstadt. Touristen kommen nach Dresden und sie wollen hier eine schöne Zeit verleben, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vielleicht eine Woche. So, Straßenkunst, dadurch, dass die StraßenkünstlerInnen ja Geld bekommen, zeigen sie ja, dass es den Menschen gefällt. Und ich persönlich bin an sehr, sehr, sehr vielen Künstlern vorbeigegangen, wo ich stehen geblieben bin, wo ich eine halbe Stunde gewartet habe, wo ich mir das angehört habe, weil ich das sehr, sehr, sehr schön fand. Alles in dieser Welt oder das meiste sollte irgendwie geregelt sein. Herr Schmierlich hat es schon gesagt, wir haben ja eine Regel, wir sehen also keinerlei Bedarf, jetzt in die Stellschraube in eine schärfere Richtung zu drehen. Und ich als Pirat kann ganz offen sagen, ich würde, wenn überhaupt, die Stellschrauben lockern, damit wir halt freiere Straßenkunst haben und freiere Entfaltungsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler. Letzter Punkt ist, dass Straßenkünstler die Tendenz haben, durch Europa zu ziehen, durch die Welt zu ziehen. Sie fahren von Stadt zu Stadt zu Stadt. Und dadurch beleben sie auch die Stadt. Nicht nur, während sie Musik machen, sondern auch, wenn sie dann abends sitzen, sich unterhalten, indem man sich untereinander austauscht, indem man sagt, naja, also die Stadt ist schön, die Stadt ist nicht so schön. Das heißt, sie fahren auch aus Dresden raus und sind dann Multiplikatoren für Dresden. Und es wäre doch schön, wenn diese Menschen in andere Städte fahren und erzählen, ja, Dresden, das ist aber eine schöne Stadt, da macht Spaß und da habe ich 2 schöne Tage verlebt, mach das doch auch einmal. Also, Straßenkunst sollten wir ausbauen, wir sollten es leichter machen und wir sollten uns freuen, dass wir Straßenkünstler und Künstlerinnen haben. Dankeschön.